Sonntag, 20.15 Uhr, Bukarest. Österreichs EM-Kicker sitzen nach dem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien in der Stadionkabine, löffeln Erdäpfelsuppe. Wie nach jeder Partie, damit sie Energie bekommen. Es ist ernährungstechnisch extrem wichtig, dass du nach der Anstrengung sofort wieder etwas zuführst, erklärt Fritz Grempelhuber. Im Rennen sei auch Porridge. Ich mache es mit Kokosmilch, Zimt, Ahornsirup und Hafer. Gesündigt wird übrigens so gut wie nie. Die Spieler sind mittlerweile so professionell, wissen genau, was sie essen können. Sie kennen sich auch sehr gut aus. Mit Julian Baumgartlinger kannst du richtig diskutieren. Essen ist ja auch Unterhaltung. Sind Chips verboten? Wir haben keine mit. Aber es wird auch nicht danach gefragt. Sollte zu späterer Stunde der Heißhunger ausbrechen, weiß Grempelhuber Rat. Am Abend nach dem Essen oder um 22 Uhr herum kommen ein paar Spieler manchmal nochmal zu mir in die Küche runter und fragen, ob noch was vom Chia-Pudding oder Joghurt da ist.